Hallöchen, liebe Leute, und willkommen zu einer neuen Folge von Escapists. Und bevor jetzt überhaupt irgendwas passiert, lege ich das mal kurz hier hin. Nehme mein Duct Tape mit, weil wir müssen immer noch, ich weiß gar nicht wem, Duct Tape schenken. Und gucken, Pierre will eine Rolle Duct Tape. So, guten Tag, Pierre. Nein, Moment. Viel Spaß damit. Und weil das so super funktioniert mit dem Essen, machen wir Pierre auch noch zu unserem Freund. Jetzt mal gucken, wen haben wir denn alles? Hank, Mike, Pierre, Tobias. Tobias muss ich ein bisschen wieder anfüttern. Cameron, Clark. Also wir haben schon gut was zusammen mittlerweile. Für Clark brauchen wir immer noch eine Uhr. Aber sonst uns für Simon will auch noch irgendwas. Der will einen Officer zusammengehauen haben. Naja, gut. Ich habe einen sehr guten Tipp heute Mittag bekommen. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Vielleicht kann man denen ja bessere Waffen geben. Nochmal vielen Dank für den Tipp. Und das werde ich auch ausprobieren. Allerdings brauche ich dazu erstmal gute Waffen. Deswegen werde ich es erstmal so versuchen. Moment, mir fällt gerade was auf. Ich brauche unbedingt Holz. Mist, hat er nicht dabei. Naja. Allerdings werde ich jetzt erstmal versuchen, noch den einen oder anderen anzufixen. Mit meinem leckeren Essen, das ich hier immer koche. Und dann direkt einfach versuchen, eine Revolte zu starten. Also ich will das jetzt einfach mal ausprobieren, auch wenn ich ja eigentlich gesagt habe, ich möchte vorne aus der Tür rausmarschieren. Es wäre doch mal interessant zu sehen, ob wir das wirklich einfach so hinkriegen mit dieser Revolte. Und vor allem, ob wir dann nochmal irgendwie raus müssen aus dem Gefängnis, weil letztendlich sind wir ja immer noch nicht geflohen, wenn wir das gemacht haben. Aber mal gucken. Dauert ja noch eh ein bisschen. So. Wir haben lecker für alle was hergestellt. Und jetzt nur noch für uns. Und das schmeiße ich direkt raus. Ich muss noch überlegen, was am schnellsten geht. Ah, das war jetzt mal absolut langsam. Das war ganz großer Müll. So, das hier kommt jetzt auch erstmal hier hin. Alles schön auf dem Boden. Lecker. Da freuen sie sich bestimmt, wenn sie erfahren, dass das alles auf dem Boden gelegen hat. Aber naja, ich muss es ja nicht essen. Die guten Sachen liegen ja schon auf dem Tablett. So, und ich gehe wieder Leute anfixen. Guck mal. Wen haben wir denn hier? Carter. Nee, der mag mich noch nicht so wirklich. Wie sieht's bei Greg aus? Greg, ich gebe dir einfach auch mal ein bisschen was. Tobi fehlt ja noch. Der ist ja noch nicht ganz unser Mega-Freund, aber das kriegen wir auch noch hin. Und dann werde ich wahrscheinlich nach dem Mittag-Roll-Call werde ich es vielleicht mal probieren, einfach eine Revolte anzuzetteln. Mal gucken, ob das klappt, weil Tobias kann ich ja jetzt noch schnell anfüttern. Moment, wo ist es? Da. Wen haben wir denn hier? Cameron, Simon, Hank, Pierre. Wo ist denn? Ah, da ist Tobias. Das müsste dann auch schon langen. So, der liebt uns abgöttisch. Mike nicht mehr so doll. Der kriegt auch noch was. Edgar, klar, komm, Raphael. Raphael kriegt jetzt auch noch was von uns.
wären wir jetzt schon mal diese Mitte. Achso, nee. Wären wir jetzt schon mal. Unsere Leute hier schon mal zusammen haben. Drei. Da fehlt aber noch einiges. Clark, bleib mal stehen, hey. Hallo. Clark. Ach, oder gehen vielleicht. Ne, drei, vier. So, wie sieht's bei dir aus, Mikey, Mikey? Hallo. So, fünf. Ganz ehrlich, komm, wir hauen mal jemanden. Die laufen jetzt alle aufeinander. So, Nummer uno. Jetzt nehme ich mir mal schön einen Baton. Und zieh mir das an. Und weiter geht's. Der nächste. Zack. Und der nächste. Scheiße. Oh mein Gott. Das hat nicht so ganz funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber vielleicht stehen die ja gleich wieder auf. Ah, das hat nicht so ganz funktioniert. Das hat nicht so ganz funktioniert. Na gut, aber ich weiß jetzt auf jeden Fall, dass ich mit fünf Leuten schon mal fünf Polizisten platt machen kann. Das ist doch schon mal gut zu wissen. Und ich glaube, das könnten wir tatsächlich doch heute noch schaffen, den einen oder anderen Ausbruch. So. Pierre. Nein, sorry. Uah. Der ist jetzt natürlich angepisst. Beziehungsweise sind wahrscheinlich alle angepisst. Was habe ich denn jetzt schon wieder verbrochen? Das habe ich jetzt ehrlich, das verstehe ich jetzt nicht. Warum haben sie mich denn jetzt schon wieder vertrimmt? Keine Ahnung. Naja, gut. Wenn wir in der Dusche waren oder sind, verteile ich nochmal die restlichen Dinge. Ich glaube, das könnte dann. Naja, wobei, nee. Ich glaube, wir nehmen noch den einen oder anderen Kerl dazu. Ich muss anscheinend aber trotzdem versuchen, die Wärter einzeln zu kriegen. Sonst wird das, glaube ich, zu heftig. Hat man ja gesehen. Alle auf einen drauf und schon ist das Spielchen gelaufen. So, Pierre, der ist ja schon wieder gut drauf. Cameron, ja, komm. Der kriegt auch noch eins. Craig kriegt eins. Dann haben wir hier noch Clark. Oh, Clark ist schon hellgrün. Simon ist auch nicht mehr so der Fan. Mikey. Mikey und Hanky. Hank brauchen mehr. Ja, da holen wir uns. Ja, da hole ich mir auf jeden Fall noch den einen oder anderen. Das geht ja relativ schnell, den Scheiß zu kochen. So, wen nehmen wir denn? Ist eigentlich egal, wen wir nehmen, glaube ich, oder? Ah ne, Leroy, der mag uns nicht so dolle wirklich. Brad mag uns auch nicht. Cameron, den haben wir schon. Pierre haben wir auch schon. Edgar, hier Eddie. Friss. Bleib doch stehen. Das finde ich ein bisschen blöd, dass die immer wegrennen müssen direkt. So, und noch einen haben wir. Wie viel liegt denn da noch?
von dem Zeug. Und eins mache ich noch. Ich glaube, das passt ungefähr so eine Ladung für einen Handlanger. Ich glaube, das ist, geht genau auf. Ja, Raphael. Dir ist doch bestimmt langweilig. Du möchtest doch bestimmt mit ausbrechen. Dann bleibt wenigstens einmal stehen. Man braucht 5. So. Meins. 2. Nummer 3. Nummer 4. 5. Und... Henk, bleib doch stehen, bitte. Nummer 5. 6. 6. Komm, Mike, bleib stehen. Hallo. Warum rennst du denn? Okay, der mag uns anscheinend nicht gut genug. Haben wir noch irgendwo welche? Nö, ganz ehrlich, dann fangen wir aber einfach nochmal hier an. Oh, der hat einen Cell Key. So, wir warten jetzt. Nein, Leute, lauft doch nicht weg. Oh, warum haben die aufgehört? Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut, aber immerhin Raphaels Leiter. Was? Warum haben sie mich denn jetzt hops genommen? Was ist das für ein Quatsch? Haben die jetzt meine Zelle auch und alles durchsucht? Das wäre natürlich nicht so gern. Von mir gesehen. Oh mein Gott, Moment, jetzt muss ich erstmal nachgucken. Nicht, dass das jetzt alles ein Schuss in den Ofen war. Verdammt, die haben ganz schön viel geklaut, aber sie haben komischerweise nicht die Wand wieder hingemacht. Von mir aus. Soll mir recht sein. Aber die mögen uns immer noch. Hm. So richtig gut funktioniert das ja jetzt nicht. Wahrscheinlich muss ich die doch mal mit Waffen ausrüsten und ich versuche das jetzt einfach mal. Aber irgendeiner hat doch bestimmt eine Waffe von euch, oder? Ach, nee, natürlich nicht. Gut, dann baue ich mir jetzt mal schnell eine. Moment. Wahrscheinlich kann ich sie mir gerade nicht bauen. Natürlich nicht. Ich bin mittlerweile wieder zu dumm. Oh. Immer wieder so ein Kreuz, ey. Man muss immer so viel lernen. Na gut. Dann würde ich sagen, probieren wir es einfach morgen nochmal wieder. Ich hoffe, dass ich dann noch ein paar mehr Leute zusammenkriege. 6 waren anscheinend nicht genug. Ich hoffe, das geht dann mit 7. Wie viel haben wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Potenziell haben wir 10 Leute. Potenziell. Das werde ich auf jeden Fall morgen nochmal versuchen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Macht's gut und bis denne. Tschüssi.